Ich denke, man kann festhalten, selten war ich für ein Unboxing so aufgeregt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing hier auf meinem Kanal. Freunde, ihr seht, Notebooks Billiger ist hier am Start. Wir haben hier heute was ganz Besonderes im Unboxing. Ich bin echt aufgeregt, freue mich riesig, dass ich das jetzt hier habe. Und Freunde, ihr seht es ja schon im Titel. Das hier drinne ist eine RTX 3080 Ti. Und die packen wir heute gemeinsam aus und schauen sie uns ein bisschen im Detail an. Aber mehr dazu direkt nach dem Intro. Natürlich stellt sich die Frage, warum kauft man Mitte bis Ende 2022 noch eine Karte aus der 30er Generation? Die 40er Generation steht ja quasi schon vor der Tür. Erstens, diese Karte wird nicht für meinen Gaming-PC sein, sondern für meine neue Workstation, das Projekt Unreal Server. Und zweitens gab es die letzten Wochen bei Notebooks Billiger einen Summer Sale, was die Preise der RTX 30er Karten massiv nach unten gedrückt hat. Und bei diesem Preis, den ich für diese 3080 Ti hier bezahlt habe, konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und da meine Workstation durch die 1080, die da noch drin ist, eh einen Flaschenhals hatte, gerade für 4K-Video-Editing, für 4K-Rendering und vor allem für 4K-Aufnahme mit 60 FPS, dachte ich mir, nutze ich diese Gelegenheit perfekt aus und statte meine Workstation mit einer 3080 Ti aus. Und jetzt würde ich sagen, öffnen wir den Karton, schauen wir mal rein. Entschieden habe ich mich für ein Modell von Eno 3D tatsächlich. Ist das erste Mal, dass ich auf diesen Hersteller zurückgreife. Hauptgrund für die Wahl war entsprechend der Preis. Ich habe bezahlt für diese 3080 Ti 999 Euro. Ist immer noch ein guter Preis, aber wenn man bedenkt, dass die vor 2-3 Monaten noch bei 1500 Euro in dem Dreh sich bewegt hat, würde ich sagen, war das ein sehr, sehr guter Deal. Ist der beste Preis, den es zurzeit gibt für eine 3080 Ti. Stand 27.07.2022. Darf man auch nicht vergessen. Vielleicht sieht es mittlerweile wieder anders aus. Vielleicht sind sie auch wieder teurer. Der Summer Sale geht ja auch nicht ewig. Habe ich mir dann auch gedacht und habe direkt zugeschlagen. War auch toll. Ich habe das gestern bestellt. Heute ist schon da. Kann ich mich überhaupt nicht beklagen. War super. Die RTX 30er Karten sind ja mittlerweile wieder wunderbar auf Lager. Aber bevor ich hier weiter aushole, wir machen den Karton ja schon auf. Ist schon offen, Freunde. Ich habe schon aufgemacht, um natürlich zu prüfen, ist das Richtige drinne. Im Internet kursieren ja sehr, sehr viele Sachen, dass da irgendwie falsche Sachen zugeschickt bekommen, dass dann da keine Grafikkarte drin ist und so weiter. Das habe ich natürlich noch nicht geprüft. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Dann würde ich sagen, let's go. Beim genauen Modell handelt es sich hier um die Inno 3D RTX 3080 Ti X3. Warum ich mich für genau dieses Modell entschieden habe, einerseits natürlich der Preis, wie ich vorhin schon gesagt hatte, andererseits der Formfaktor. Wir haben hier ein Triple Lüfter-Design, drei Lüfter, aber wir haben ein Dual-Slot-Design. Das heißt, die Karte ist wirklich nur zwei Slots dick. Das werden wir dann auch gleich noch sehen. Und das war für mich sehr wichtig, weil die Karte sonst nicht in meine Workstation passt. Deswegen, es gibt tatsächlich, ich glaube, die 3080 Ti ist die letzte Karte dieser 30er Generation, also die höchste Karte, die es noch im Dual-Slot zu kaufen gibt. Eine 3090 beispielsweise hat entweder gleich zweieinhalb oder volle drei Slots und eine 3090 Ti ebenfalls. Deswegen wären die für mich eh nicht in Frage gekommen, abgesehen davon, dass man da nochmal das Doppelte bezahlt für kaum mehr Leistung. Da ist die 3080 Ti schon nochmal der Sweet Spot. Eigentlich hatte ich vor, eine 3080 zu kaufen, da aber der Preisunterschied so gering war, circa 100 Euro, 150 Euro, dachte ich mir, komm, den Aufpreis halte ich jetzt auch noch, holst du in die 3080 Ti. Hat man in der Zukunft einfach mehr von. Wir haben mehr Shader-Einheiten, wir haben mehr RT-Cores, wir haben mehr Tensor-Cores. Alles ist halt mehr vorhanden. Und wir haben 12 GB Videospeicher. Hier haben wir nochmal die Rückseite vom Karton, ist nichts Besonderes. Keine Bilder drauf, kein gar nichts. Einfach nur nochmal die Specs hier unten so ein bisschen aufgelistet und hier in verschiedenen Sprachen wahrscheinlich. Eine kleine Beschreibung. Nichts wirklich Besonderes. Ich gucke nochmal, ob hier irgendwie was draufsteht, was man braucht für ein Netzteil. Tatsächlich steht da, es ist ein 750 Watt Netzteil hierfür empfohlen, denn diese Karte hat eine TDP von 350 Watt. Und das ist natürlich was, das ist schon ordentlich. Aber man muss ja auch ganz klar zu sagen, im Vergleich zur 20er Generation hat diese Karte nochmal deutlich mehr Power. So, auf mit dem Karton. Im Karton noch ein Karton.
Und den holen wir jetzt mal ganz behutsam hier raus. Das hier ist der Inhalt, ein schwarzer Karton, ohne Beschriftung, ohne gar nichts. Das ist mir aber auch relativ egal. Der Karton, den finde ich übrigens ziemlich schön. Also der hat hier ja dieses Bild vorne drauf, ist ganz gut designt, gefällt mir sehr gut. Und hier in diesem schwarzen Karton ist noch ein schwarzer Karton. Gut eingepackt, gut hier befestigt. Das sollte dann, denke ich mal, die Grafikkarte sein. Es ist übrigens doch kein Karton, sondern ist einfach nur hier so reingeschoben. Das kann man jetzt hier einfach aufklappen. Ich mache das mal nicht, sondern ich hole die Karte mal einfach so seitlich raus. Und da erscheint sie schon. Da halte ich sie in meinen Händen, Freunde. Die 3080 Ti, natürlich noch in der Folie. Die werden wir da auch mal ganz kurz rausholen und dann schauen wir sie uns mal von allen Ecken und Seiten an. Was ich gerade echt witzig finde, hier oben haben wir einen riesigen Achtungssticker drauf und hier steht eiskalt drauf: Dieses Produkt ist nicht für Crypto-Mining designed. Ist ja geil. Schön. Okay, also sie geben keine Garantie drauf, wenn die Karte durch diese Applikation kaputt gehen sollte. Sehr interessant. So, und da haben wir das gute Stück nun endgültig in unseren Händen. Was ich direkt sagen muss, extrem schwer das Teil. Also dafür, dass es doch recht kompakt ist, wie gesagt, wegen der geringen Bauhöhe auch. Und wie gesagt, hier Dual-Slot, ne? Das war mir, wie gesagt, wichtig. Die Karte ist trotzdem mies schwer, ohne Scheiß. Ist tatsächlich auch meine erste Grafikkarte, die drei Lüfter hat. Sollte jetzt nicht so einen großen Unterschied machen. Ist dann halt dementsprechend länger. Ansonsten gehen wir die Details durch. Da haben wir die Karte von vorne. Auf der Rückseite haben wir vier Anschlüsse. Dreimal DisplayPort und einmal HDMI. Auf der Unterseite sieht man so ein bisschen den Kühler, den PCI Express Slot natürlich. Auf der Oberseite haben wir den GeForce RTX Schriftzug und zwei 8-Pin Stromanschlüsse, die leider nicht ganz außen sind. Das liegt daran. Und das kann man hier jetzt auf der Unterseite sehen. Die Platine geht nur bis dort. Und der Rest hier ist nur für Kühler. Das heißt, die Karte hätte an sich kleiner sein können. Da die Karte aber viel Strom verbraucht, hat man sich dazu entschieden, hier den Kühler noch länger zu machen, um mehr Kühlfläche zu generieren. Ansonsten hat man hier noch einen guten Blick auf die Rückseite des Grafikprozessors. Und das ist eigentlich grundsätzlich eine relativ schöne Backplate. Sind ein paar Muster hier drin, so ein paar Einlassungen. Hier ist auch gut Luft, das heißt der Lüfter, der kann hier schön durchpusten, ist auch nicht schlecht. Aber im Prinzip war es das eigentlich schon. Viel länger soll das Video auch nicht gehen, Freunde, wie wir die Karte einsetzen in die Workstation und testen, wie das Ganze so funktioniert. Das wird es dann in der separaten Serie Projekt Unraid Server geben. Checkt da gerne auf meinem Kanal die Playlist aus, die heißt ganz normal Projekt Unraid Server. Da sind dann alle Videos zu diesem Projekt drin und da werden wir dann jetzt auch das Video produzieren mit dieser Karte, wie wir die 1080 mit dieser Karte eintauschen, wie wir da OBS einrichten und so weiter und so fort. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann haut sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, schaut gerne, wie gesagt, auf meinem Kanal vorbei für andere Videos und wir sind hier für heute am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich danke euch ganz herzlich dafür und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.